Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute gibt es eine Sonderkolumne, deswegen auch am Donnerstag, von der Nürnberger Spielwarenmesse. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo. Heute eine Sonderkolumne, auch am Donnerstag, nicht am Mittwoch. Gestern war ich in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, da habe ich das mit der Kolumne nicht hinbekommen. Dafür habt ihr ja ein Regelvideo zu Schwingenschlag, was bei Feuerland Ende März, Anfang April herauskommen wird. Und mein Fazit, ich konnte das schon ein paar Mal spielen, finde es auch sehr gut, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber wer da mehr Details haben möchte, schaut doch idealerweise beim Video vorbei. Ja, ich wollte euch ganz gerne einfach mal teilhaben lassen, wie funktioniert das mit der Nürnberger Spielwarenmesse aus Sicht eines Content Creators. Wie läuft so ein Tag bei mir ab? Und das soll jetzt heute das ganze Thema sein. Alles mit Auslosung des Gewinns vom letzten Mal und so weiter wird nächste Woche kommen. Dann läuft es wieder ganz normal am Mittwoch mit der Kolumne. Also heute Sonderkolumne. Nürnberger Spielwarenmesse. Ich werde auch diverse Bilder einblenden von Spielen, die ich vor Ort gesehen habe. Vorweg gespielt habe ich nicht. Dazu kommt man tatsächlich nicht, denn zunächst einmal gibt es die ganze Vorbereitung schon wochenlang vorher. Ich habe 11 Termine ausgemacht für diesen einen Tag, also schon ein sehr knackiges Programm. Aber da ich doch recht kurzfristig entschieden habe, hinzufahren, waren die Zimmerpreise irgendwo bei 300, 400, 500 Euro. Und das war ich dann doch nicht bereit auszugeben. Von daher 3 Stunden Fahrt Siegburg nach Nürnberg mit durchgehendem Zug und keine Verspätung. Also von daher habe ich mich dann dafür entschieden. Also im Vorfeld eben ganz viele Termine gemacht, irgendwie so passend hingekriegt, dass man möglichst kurze Wege hat. Wobei das in Nürnberg zumindest, was die Brettspiele angeht, weitestgehend auch möglich ist. Da sind nur sehr wenige Verlage in anderen Hallen. Man muss sich das so vorstellen, ich habe mal den Plan hier so eingesetzt. Das meiste spielt sich da hier in der zentralen Halle 10 ab, die ist auch relativ nah beim Eingang. Da sind 2 Hallen, die übereinander sind, auch etwas anders als jetzt in Essen, wo ja alles ebenerdig ist. Und dann gibt es eine Halle 11, da ist Pegasus drin, eine Halle 12, da muss man ein bisschen weiter rennen, da ist Ravensburger drin. Und in der Halle 3 wäre dann noch Haber, da sind wir nur kurz dran vorbeigegangen. Aber die hatten jetzt aus meiner Sicht erstmal noch nicht so viel Spannendes da. Gute 12.000, 13.000 Schritte an dem Tag gemacht, also man läuft da schon einiges, gefühlt auch ein bisschen mehr als in Essen, weil es doch alles etwas weitläufiger ist. Ja, und morgens früh um 4.30 Uhr klingelte der Wecker, also heißt früher aufstehen. Ich habe den Christoph von Better Board Games mitgebracht, ich glaube, der macht mit dem Thomas morgen auch noch irgendein Video, morgen oder übermorgen, was dann online geht. Um mal so einen Überblick über die Neuheiten des Frühjahrs zu geben. Das wird es tatsächlich auch nochmal etwas detaillierter von mir geben, kategorisiert nach Familie, Kenner und Expertenspiel. Aber heute erstmal so einen Überblick. Ja, 5.41 Uhr ging dann der Zug ab Siegburg, glücklicherweise auch, glaube ich, nur mit 2 Minuten Verspätung. Also ja, hallo, morgen. Auf geht's Richtung Nürnberg. Ich stehe hier am Bahnhof Siegburg und hoffe in 3 Stunden dann in Nürnberg zu sein und die Spielmesse zu besuchen und euch viel Spaß dann mit den Erzählungen. An der Stelle hoch auf die Deutsche Bahn, Hin- und Rückfahrt war problemfrei. Um kurz vor 9 waren wir dann in Nürnberg, dann geht es mit der Straßenbahn, sind glaube ich 5 oder 6 Stationen zur Nürnberger Messe, dort Jacke abgeben und schon waren wir ja mittendrin in dem Getümmel. Da wir jetzt so früh unterwegs waren, hatten wir jetzt das Glück, dass wir, man will ja nicht bei 10 oder 11 Terminen bleiben, auch noch bei anderen Verlagen vorbeigehen konnten, ja, mit denen wir jetzt gar keine Termine gemacht haben. Und so sind wir am Anfang, ich switch hier so ein bisschen zwischen meinen Bildern hin und her, bei Cranio Creations vorbeigekommen. My Shelfie Roll and Write habt ihr ja schon mitbekommen. Das wird ein Würfelspiel sein, wo wir dann die Ergebnisse auf einem abwischbaren Board eintragen. Ihr habt auch das Bauerspiel schon sicherlich mitbekommen. Das ist ein Spiel, wo wir mit Vögeln, mit verschiedenen Plättchen, die wir auslegen müssen, dort unser Ziel erreichen. Was aber neu ist, ist einmal das Spiel Mesos. Ein Spiel, wo wir ja einen Pfad
ja eigentlich gar nicht entlang wandern, sondern wir entscheiden uns, es wird von oben nach unten gespielt, ja, wo auf welches Kärtchen wir dann gehen. Und dann können wir eben aus einer Auslage oben, die ist immer frisch, und aus einer Auslage von unten, das sind immer die Karten, die aus der oberen Auslage nicht genommen worden sind, das kann man sich, glaube ich, hier im Bild auch ganz gut vorstellen, können wir eben halt Karten wählen und machen dann ja so eine Art Set Collection über drei Epochen, müssen Häuser bauen, müssen die Leute verpflegen. Und es kommen immer wieder Aufgaben dann halt auch in dieses Spiel hinein, die über zwei Runden dann sichtbar sind und dann erfüllt werden müssen. Die bringen einmal Punkte, die bringen halt vielleicht auch ein Mali. Und das hörte sich erstmal ganz interessant an. Das wird dann, denke ich mal, zu Essen rauskommen. Und dann war noch ein Spiel, was mich so ein bisschen an Pictures erinnert hat, nämlich Point Art. Und hier haben wir eine Auslage von 4x4 Bildern und so ein ja, Steckbild. Das kennen wir vielleicht noch aus der Kindheit, wo diese Pins da reingelegt worden sind, und diese Pins, die zieht man aus dem Beutel, allerdings nur 5 Stück, und muss dann dementsprechend den anderen Hinweise geben, welches Bild denn hier gemeint ist. Ja, auf dem Weg zu unserem ersten Termin sind wir dann bei Hans im Glück vorbeigekommen. Da hat der Freddy uns Botanicus kurz erklärt. Vielen Dank nochmal dafür. Hier haben wir ein, ja, Kennerspiel, was nur 60 Minuten laufen soll, über 2 Runden A8 Züge. Auch hier ähnlicher Mechanismus, wie wir das gerade bei Mesos hatten. Wir entscheiden uns in der ersten Spalte, wo wir unsere Figur einsetzen, machen dann dementsprechend die Aktion, und das bietet dann gleichzeitig auch die Reihenfolge für die nächste Runde. Und ich kann natürlich auch dann meinen Stein oben drauf setzen, habe aber bestimmte Blüten etc. nicht, denn die muss ich sammeln, in meinen Garten einpflanzen, um dann bestimmte Ziele zu erreichen, wenn Besucher den Garten sich anschauen. Die haben nämlich die Wünsche, dass bestimmte Blumenkombinationen, also es gibt dann einmal Setzlinge bis zu den ausgewachsenen Pflanzen, dass die da eben dementsprechend bestimmte Sachen sehen wollen. Und auf dem Mainboard gehen wir auf 3 Leisten vorwärts, wo wir einmal Pflanzen holen, wo wir Geld holen und eine Schubkarre vorwegziehen. Unter anderem dient die auch der Bewegung. Ja, das Ganze eben halt wird halt gespielt, einmal mit einer einfachen Seite, und es gibt eine fortgeschrittene Seite auf der Rückseite des Plans, wo ich halt dann Möglichkeiten habe, das Ganze noch ein bisschen komplexer zu spielen. Ja, dann waren wir ja bei unserem ersten Termin, nämlich dem Heidelberg Spieleverlag. Das war jetzt gar nicht so lang, aber da ging es halt um, ja, die Brettspielumsetzung Klapperschlange, also diese Filmumsetzung, die jetzt endlich auch auf Deutsch erscheinen wird, direkt mit 2 Erweiterungen. Mit dementsprechend den Miniaturfiguren. Und hier sind wir in so einem gewissen apokalyptischen New York gelandet und müssen eben halt ja Atomkoffer befreien. Aber es sind halt auch andere Gauner unterwegs. Also wir sind selber auch Gauner, aber es sind halt auch andere fiesere Gauner unterwegs, die das Ganze sich auch zunutze machen wollen. Und wir müssen halt versuchen, möglichst schnell und frühzeitig da eben halt dran zu kommen. Es gibt dann so Geräuschtoken, wo wir Leute eben halt auch anlocken etc. Und das Ganze wird jetzt erscheinen. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ist dann so. Ja, auf dem Weg zu Game Factory kamen wir dann bei Asmodee vorbei. Der Termin ist uns leider ausgefallen, deswegen haben wir hinterher gesagt, wir gehen später nochmal am Stand vorbei. Aber ich war sehr neugierig auf Monkey Palace. Das ist ja die Kooperation zwischen Lego und Asmodee, die dort angekündigt worden ist. Und wir haben hier ein Spiel, wo wir verschiedene Karten ausspielen müssen, um dann eben halt hier ja, Affenpalast dementsprechend aufzubauen. Das konnte man jetzt erstmal so sehen. Ich gehe mal davon aus, dass das, da Lego ja im Wesentlichen halt auch Familienspiele, Spielende anspricht, das eher ein einfacheres Spiel sein wird. Und inwiefern das hinter einer Auftakt für eine tiefergehende, weitergehende Kooperation sein wird, das konnte man uns zumindest jetzt erstmal noch nicht beantworten. Das ist jetzt erstmal der Auftakt. Und je nachdem, wie gut das Spiel ankommt, denke ich mal, geht es da auch weiter. Lego hatte ja früher auch schon mal, ich habe hier auch noch so irgendwas mit Schafen, schon mal erste Ansätze von Brettspielen. Bei Game Factory haben wir dann sehr schnellen Durchmarsch durch die Neuheiten gemacht. Es ging einmal um Zoom Barcelona, ein Spiel, wo wir
mittels verschiedener Karten unterschiedliche Bezirke in Barcelona uns anschauen müssen, anschauen wollen, um die bestimmte, in bestimmter Reihenfolge bestimmte Sachen dort auch zu erfüllen. Hier sind dann halt auch besondere Bauwerke, die dann Sonderpunkte bringen. Das ist das große Spiel, was bei Game Factory rauskommt. Natürlich hat Game Factory auch die kleine Metallschachtel wieder dabei. Nennt sich Schräge Vögel. Relativ simpel zu spielen. Wir ziehen immer eine Karte, auf der sind zwei verschiedene Vögel abgebildet und entscheiden, ob wir sie unserem Mitspieler geben oder selber nehmen. Am Ende des Spiels geht es darum, dass in unseren Reihen halt nur ungerade Anzahl von Vögeln liegt. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, haben wir Pech gehabt und partizipieren dann nicht an den Siegpunkten. Auf der anderen Seite können wir aber unsere Mitspielenden da auch schön ärgern, indem wir denen praktisch selber in die Auslage spielen. Mixosaurus ist noch so ein Spiel, so ein Geschicklichkeitsspiel, wo man mit einer Pinzette verschiedene Skelettteile in Form von Pappe eben halt aus einem großen Haufen herausziehen müssen, um dann eben halt einen Dinosaurier herzustellen. Wenn wir den also vollwertig herstellen, gibt es halt viele Punkte. Wir können aber auch sogenannte Mixosaurier herstellen, die dann eben halt etwas weniger Punkte bekommen. Aber das funktioniert dann eben halt auch ganz gut. Ja, auf dem Weg zum nächsten Termin nochmal ganz kurz bei Blue Orange vorbeigeguckt. Hier hatten wir den ersten Blick auf Paris, also Next Station Paris, was dann im nächsten, jetzt im Sommer herauskommen wird. Mein Gott, ich bin irgendwie gedanklich noch in 23. Und ihr könnt hier vom Spielplan sehen, dass das Ganze doch deutlich einfacher, familiärer gestaltet ist. Also die vier Stifte wird beibehalten. Aber der Spielplan ist deutlich entschlackter. Wir haben ein gemeinschaftliches Zentrum, von denen dementsprechend die alle Symbole ausgehen. Und ja, da müssen wir dann dementsprechend halt Linien in Paris herstellen. Der Rest, den wir jetzt hier bei Blue Orange gesehen haben, da weiß ich noch nicht, wer das Ganze lokalisieren wird. Next Station Paris wird ja bei HCM rauskommen. Deswegen gehe ich da erstmal nicht weiter drauf ein, muss ich mich aber auch nochmal weiter darauf vorbereiten, wird dann eine der nächsten News dann auch erscheinen. Ja, dann waren wir bei Cosmos, da ist dann kurzfristig die Pressemitarbeiterin krank geworden, an dieser Stelle gute Besserung. Wir hatten aber dann einen netten Ersatz, da muss ich das immer so vorstellen, viele dieser Stände, die dort vor Ort sind, die sind in Teilen abgeschottet. Da kommst du dann gar nicht so ohne weiteres rein. Bei Cosmos ist das ebenfalls. Da muss man eben halt einen Termin haben, um mit einer Begleitperson dann durch die Ausstellung durchgeführt werden. Ich habe das jetzt gar nicht gedreht. Ich weiß, dass Julia und Stefan von Spiel doch mal vor Ort waren. Also da könnt ihr noch mal gerne reingucken, wenn ihr bewegte Bilder auch sehen wollt. Die waren nämlich vor Ort auch gestern und haben bei Cosmos gedreht. Und die haben auch noch ein paar andere Stände abgedreht, also bewegte Bilder bei denen. Bei mir gibt es jetzt Standbild, die ich eben da so aufgenommen habe. Ja, Kinderspiele ist ja jetzt eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so meins. Aber nichtsdestotrotz, kurzer Hinweis dazu. Das Dodo wird halt einen zweiten Teil erhaben. Wir haben jetzt hier eben halt ein Floß und müssen eben verschiedene Inseln erkunden. Das machen wir wieder kooperativ. Und diese Kugel rollt dann eben halt auf dem Floß hin und her. Und wir müssen jetzt vorsichtig schauen, dass wir eben halt mit dem Schiff durch die Gegend fahren und möglichst die Kugel nicht verlieren, also das Ei nicht verlieren, um eben halt dann an der Stelle sicher dann vor Ort zu sein. Und ich mache jetzt nur einen Abriss, also das Cosmos hat noch eine Vielzahl mehr an Neuheiten, da könnt ihr gerne auch nochmal im Blog vorbeischauen. Ich mache jetzt nur noch einen Abriss von den Spielen, die ich jetzt besonders interessant und spannend finde. Es sind auch ein paar Herbstneuheiten dabei, die ich dann zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich nochmal ausführlicher vorstellen werde. Genial, ich bin sehr großer Fan von Einfach Genial, wird jetzt eine 3D-Version bekommen und hier haben wir eben halt die Möglichkeit, über viele Etagen hinweg das ganze Spiel eben halt zu spielen. Dann haben wir ein kooperatives Spiel, nennt sich Tower Bricks, wo wir verschiedene Kartenaufgaben erfüllen müssen und es geht eben darum, miteinander zu kommunizieren, eben halt zu gucken, dass eben halt alle ihre Aufgaben auch erfüllen, ohne dass wir jetzt explizit sagen, ich muss dieses, jenes, welches machen. Und dann sind da halt so Sachen rein drin, dass der Turm so hoch sein muss, beispielsweise wie die Schachtel, Querformat, Hochformat etc. Oder aber, dass eine blaue Säule irgendwo sein muss und wir müssen das Ganze eben halt miteinander kommuniziert, abgestimmt hinbekommen. Ja, viele von euch freuen sich natürlich auch auf Bonsai, ein eher ruhigeres Spiel,
wo wir, ich will jetzt nicht sagen, in aller Stille vor uns hin meditieren und Bäume basteln, aber wir können halt immer entscheiden, ob wir eine Karte nehmen oder ob wir dementsprechend dann unseren Baum weiter ausbauen. Wenn wir eine Karte nehmen, bekommen wir dementsprechend halt auch Baumteile dazu und das Ziel ist eben halt hier einen eigenen Bonsai zu kreieren, wo wir eben halt den Stamm wachsen lassen, daran Blätter setzen, an die Blätter kommen dann eben noch Blüten bzw. auch Früchte und diese bringen uns am Ende in verschiedenen Kombinationen Siegpunkte. Ja, kurzer Blick auf Anno 1800, da muss ich sagen, das konnte man uns jetzt nicht komplett erklären, deswegen tue ich mich da auch schwer, also einfach nur einen Blick drauf mit Neuheiten. Hintergrund soll sein, dass das Anno noch stärker und noch näher an das Computerspiel auch heranrücken soll. Im Herbst werden wir dann Katar Energien erleben, hier auf dem runden Spielplan abgedeckt. Das Ganze ist noch mit Klaus Teuber zusammen auch entwickelt worden und seinem Sohn Benjamin. Und wir ja, bauen jetzt rund um die Städte, die jetzt auch alles ein bisschen anders aussehen, eben halt auch Kraftwerke und können uns entscheiden, ob wir schlechte, also CO2 emittierende Kraftwerke bauen oder eben halt auch gute Kraftwerke, die sogenannten Grünen. Die aber sicherlich dann etwas schwerer auch zu bauen sind. Und hier müssen wir halt abwägen zwischen Umweltverschmutzung, die halt am Ende uns auch einen Malus bringt, und eben halt etwas teureren grünen Kraftwerken. Ja, viele von euch werden sich auf Sky Team freuen. Das kommt jetzt im Frühjahr, ich glaube im Februar heraus. Das Zwei-Personen-Spiel, wo wir als Co-Pilot und Pilot eben halt ein Flugzeug landen müssen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das Ganze eben halt nur mit der reinen Kommunikation des Würfeleinsatzes. Wir dürfen nicht miteinander sprechen. Und ich habe es schon im Original spielen können. Das ist jetzt im Wesentlichen sind das die Regeln, die übersetzt worden sind. Und muss sagen, dass es mir extrem viel Spaß gemacht hat. Ein wirklich tolles Zwei-Personen-Spiel, wo ihr euch drauf freuen könnt. Etwas komplexer geht es bei Ring Circus von Devir aus Spanien zu. Man hat ja mittlerweile ganz gute Erfahrungen, eben halt auch mit der Roten Kathedrale und Weiße Burg. Hier geht die Zusammenarbeit weiter. Drei Ring Circus wird eben von Cosmos jetzt auch umgesetzt. Und wir sind einer der berühmten Zirkusse, die durch Amerika touren und dort Programme zusammenstellen müssen, Artisten finden, um eben halt möglichst das Publikum zu begeistern. Die Mystery of Crime-Serie geht mit Incognito und Mosquito weiter. Die beiden werden allerdings erst im Herbst erscheinen. Ja, die Crew wird ebenfalls das dritte Familienmitglied bekommen und es ist die Family Edition. Diesmal haben wir kein klassisches Stichspiel, so skatmäßig, sondern das geht tatsächlich eher in einen Mau-Mau-Spielstil hinein, also etwas leichter, einfacher, auch für die Familie, vielleicht etwas generationsübergreifender. Auch das Spiel werden wir dann zukünftig sehen. Ja, und dann haben wir, das war ganz neu, im Herbst wird es ein Exit Family geben, vom Einstieg her, etwas unterhalb des Einstiegslevels mit direkt zwei Abenteuern, Schloss Gemeinstein und Mission Candyland. Das werden die Exit-Freunde ja für den Einstieg eben halt sehr gerne sehen. Und ja, natürlich gibt es auch ein neues Exit mit der Venedig-Verschwörung, was dann aber ein fortgeschrittener Fall ist, den wir dann im Frühjahr noch sehen werden. So, jetzt muss man sich das vorstellen. Wir sind dann in der Halle 10 unten. Kosmos ist da auf der rechten Seite. Das heißt, wir rennen jetzt Treppen hoch. Dann geht es über einen langen, langen Gang an der Halle 11 vorbei in die Halle 12. In der Halle 12 sind dann Funko, jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich nicht doch ein paar gedrehte Bilder dabei habe. Das wäre vielleicht noch ganz spannend gewesen, den Weg so im Zeitraffer zu sehen. Aber sorry, da habe ich gestern nicht dran gedacht. Ja, und dann hat Ravensburger dort einen sehr großen Stand. Und das Schöne dabei ist, wenn man etwas früher ankommt, bevor dann der Termin stattfindet, hat man die Möglichkeit, an diesem sehr opulent gestalteten Stand vorbeizugehen und dann die ganzen Spiele sich anzugucken, die da neu rauskommen. Und natürlich guckt man auch hier und da
auf andere Sachen, die dann Ravensburger auch noch anbietet. Da war natürlich so, also diesmal etwas kleiner gehalten, Lokana natürlich, aber das kennt ihr ja alle schon. So, dann geht man halt diesen Stand entlang und kann die ganzen neuen Spiele angucken. Erste Enttäuschung, es wird wahrscheinlich erstmal kein Alea-Spiel in 2024 geben, also zumindest war dort nichts ausgestellt. In der Regel haben die dann schon nach Herbstneuheiten stehen, dem ist erstmal nicht so. Da müssen wir mal gucken, ich hoffe, dass in 2025 dann von Alea wieder was Spannendes erscheint. Dann war zum anderen mit Hit ein Familienspiel, kartenbasiertes, ja, so eine Art Mensch, ärger dich nicht, Parcheesi, wie man es auch nennt. Mensch, ärger dich nicht ist ja bei Schmidt-Spiele an sich, hat 110-jährigen Geburtstag auch gefeiert. So, wir haben dann Horrified Greek Monsters, was auf Deutsch erscheinen wird. Das Horrified selber, so wie ich es verstanden habe, nicht, aber das Greek Monsters zumindest wird auf Deutsch herauskommen. Wir haben einen neuen Echoes-Fall, diesmal mit Tatort-Hintergrund, und Thiel und Börne werden original dann halt auch ja, diesen Fall besprechen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke mal, das dürfte ein spannender Fall werden. Ich meine, Echoes ist auch eine sehr, sehr schöne Serie. Ja, und dann sind halt ganz viele Kartenspiele, die eben halt rauskommen. Ravensburger ist sehr stark im Kartenspielbereich jetzt in diesem Jahr unterwegs. Unter anderem das Minecraft-Spiel. Wir haben ein Werwölfe für Kinder. Und dann noch verschiedene andere, Skull King etc. Also Spiele, die ich jetzt auch gar nicht fotografiert habe. Nichtsdestotrotz wird es dann bei Gravitax, das war für uns natürlich auch super spannend, eine Star Wars Edition geben, wo eben halt auch Raumschiffe irgendwie zum Zuge kommen. Das ist natürlich halt auch nice to have und ein netter Gimmick an der Stelle. So, jetzt gucke ich mal, was haben wir danach gemacht. Ja, nach Ravensburger haben wir dann eine kurze Pause gemacht, haben das Ganze genutzt, um einen Rundumgang zu machen. Da sind dann auch richtig viele Schritte nochmal zustande gekommen. Wir haben da eine Karnevalshalle, wir haben Sportgeräte, die eben halt ausgestellt werden, Eisenbahn bis hin dann zu den ganzen Brettspielneuheiten. Da konnten wir dann halt auch sehen, dass bei Jumbo, wo man ohne Termin gar nicht reinkam, fand ich jetzt auch ein bisschen schlecht, aber zumindest konnten wir das Hitster Bingo dann eben halt fotografieren und sind dann nochmal über die Plüschtierabteilung wieder zurück zu Asmodee gegangen. Wie gesagt, Termin ist leider flach gefallen aus Krankheitsgründen. Und bei Asmodee haben wir uns dann dort auch mal die Neuheiten noch mal kurz angeguckt. Nämlich zum Beispiel die Newsford Big Box, die herauskommen wird. Mlem, was jetzt gerade frisch erschienen ist. Marabunta, was bei Asmodee herauskommen wird. Ein Spiel, wo es ein Stück weit um Area Control geht. World Travelers wird bei Asmodee ebenfalls erscheinen, ein Wortratspiel, wo wir eben halt anhand von verschiedenen Zeichen eben halt Wörter darstellen müssen. Wir haben uns angeguckt das Patchwork zum 10-jährigen Jubiläum, was in der Sonderausgabe herauskommen wird mit besonders gestalteten Plättchen. Forest oder Mischwald hier als Forest Shuffle dargestellt, ist tatsächlich eine kleine Box mit 9 Karten rund um das Thema Alpin, mit Steinbock, Adler und verschiedenen anderen Baumsorten, die da eben halt in das Spiel mit hineingenommen werden können. Schreit so ein Stück weit danach, dass man jetzt so ein bisschen aller Flügelschlag vielleicht verschiedene Waldgebiete dementsprechend zukünftig da noch mit hineinnehmen wird, um Tiere und Bäume dort vorstellen zu können. Ja, ich switch noch mal kurz vorbei. Was haben wir noch gehabt? Ja, dann sind wir Richtung Piatnik unterwegs gewesen und haben dort das Spiel Together uns angeschaut. Together ist ein Zwei-Personen-Spiel, finde ich sehr spannend gemacht. Wir haben so einen Einbruch, den wir dort begehen, und eine Person hat eine blaue Maske und die andere hat eine rote Maske auf und kann dementsprechend auf einem Spielplan entweder nur die blauen oder nur die roten Linien sehen. Die anderen sind dann halt für die Person unsichtbar. Und nun heißt es jetzt mit einem Stift dementsprechend innerhalb eines Zeitlimits, da läuft die Sanduhr durch, jetzt verschiedene Gegenstände in diesen Räumlichkeiten aufzusammeln, ohne aber dann in die Fallen, Laserfallen hineinzutappen. Und da ist in diesem Zwei-Personen-Spiel eine gute Absprache unabdinglich. Für mich sehr reizvoll. Es gibt da verschiedene Level, die man eben halt dann durchspielen kann. Hidden Stones
Essen, Spiel, wo wir 9 Plättchen in der Auslage haben. Die haben jeweils eine Rückseite, ist uns bekannt, was da hinten dran ist. Und das Ziel ist eben halt, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Wir kriegen immer einen Handkartensatz in die Hand und entweder spielen wir eine Handkarte aus und können Plättchen tauschen, also drehen auf die Rückseite oder miteinander tauschen und dann eben halt mit dem Ziel, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die dann Siegpunkte bringen. Und wir müssen dann abwägen, nehme ich jetzt eine gute, teure Handkarte raus oder bereite ich mir das vielleicht so ein Stück weit vor, ohne dass der Gegner das dann wahrnimmt, was ich denn da jetzt schon gemacht habe. Und dann haben wir noch Alpino, ein Plättchenlegespiel, bei dem wir, ich sag mal, Tier an Tier anlegen, Gebiet an Gebiet anlegen müssen, um aber die möglichst tolle Ketten von Tieren dann auch hinzukriegen. Wasserstellen helfen da an der Stelle auch nochmal so ein Stück weit. Und das Ziel ist am Ende, möglichst viele Siegpunkte zu erreichen. Ja, dann waren wir bei Schmidt-Spiele und da waren zumindest 3 Spiele für mich ziemlich im Fokus. Das eine war das Spiel, das Zwei-Personen-Spiel, die Quacksalber, was mich halt auch besonders reizt, weil ich die Quacksalber halt sehr, sehr gerne gespielt habe. Und bei den Quacksalbern funktioniert das so, dass wir aus einem Beutel Plättchen ziehen. Und das Ziel ist halt, Tränke zu brauen, wo wir eben halt möglichst viele Personen zu uns hinlocken. Wir sind Heiler und das Ziel ist eben dementsprechend Personen zu uns hinzulocken und mit diesen Siegpunkten, die wir dort herausziehen, dann die Personen sich auf den Weg machen zu lassen. Schön ist, dass je mehr Leute wir akquirieren, desto mehr kleine Boni kriegt unser Gegenüber, sodass halt immer auch hier das Thema des Wiederaufholens gegeben ist und wir die Möglichkeit haben, dort eben nicht einen so wegziehen zu lassen. Aber muss ich tatsächlich auch in Ruhe mal spielen, werde dann da sicherlich drüber berichten. Das zweite Spiel, was sehr interessant klang, ist Geht noch was von Jens Merkel. Ein Spiel, wo wir so eine Art Pokerchips vor uns liegen haben, auf denen bestimmte Aufgaben drauf sind, also verschiedene Würfelkombinationen. Und wir müssen am Anfang einschätzen, wie gut können wir diese Würfel dementsprechend erfüllen. Und wir spielen halt mehrere Level durch, indem wir dann halt entweder kleine Boni-Chip bekommen, Joker-Marker, um halt auch einen Fehlwurf ausgleichen zu können oder aber neue Zielkarten etc. So, und dann würfelt einer und alle können diesen Würfelpool dann nutzen. Wir haben blaue und rote Würfel und müssen die dann dementsprechend auf diese Chips drauflegen. Und wenn am Ende des Spiels niemand ausgeschieden ist, dann bekomme ich dementsprechend halt Siegpunkte oder aber auch Geld, was ich einsetzen kann, um wieder höherwertige Karten etc. kaufen zu können. Dann haben wir noch das Herr-der-Ringe-Spiel mit dem echten Ring, den wir uns umhängen können, wo wir eben halt mit unseren Gefährten zunächst einmal kooperativ unterwegs sind und vor den Häschern von Sauron versuchen müssen, davon zu kommen. Blöderweise tauchen irgendwann immer mehr Karten von Saurons Häschern auf und es kann halt sein, dass derjenige, der den Ring trägt, plötzlich umgekehrt wird und andere Interessen hat als dann die große Gruppe und dann geht es halt semi-kooperativ weiter. Ja, von Schmidt-Spiele ging es weiter zu Huch und Huch hatte auch ein riesig großes Portfolio, dadurch, dass die ja nicht nur ihre eigenen Spiele jetzt vertreiben, sondern eben halt auch viele Partner mit im Boot haben. Und hier gehe ich mal einfach so ein bisschen querbeet, was wir dort haben. Wir haben dieses Nekujima-Spiel, was herausgegeben wird bei Huch, wo wir Strommasten aufsetzen müssen. Das ist so ein Geschicklichkeitsspiel, da hängen dann Katzen dran. Und wir müssen halt gucken, dass wir eben halt, dass die Drähte sich nicht berühren, dass die Sache nicht einkracht und wir bauen da immer höher und höher eben halt das Konstrukt, was dann halt wackeliger auch wird. War ein Kickstarter. Tangram City wird herauskommen, kommt von Korea Board Games. Ein Plättchen-Legespiel, was von Uwe Rosenberg ersonnen wurde. Hier hat Huch auch nochmal so ein bisschen produktionstechnisch eingegriffen und die Plättchen noch stärker oder deutlicher voneinander abhebbar jetzt konstruiert. Also das, was man in Essen gesehen hat bei Korea Board Games, ist jetzt nochmal deutlicher von der Farbgebung. Und hier haben wir eben halt Städte mit unterschiedlichen
geografischen Figuren, die wir dann zusammenführen müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Galerie der Künste ist ein Bietspiel. Wir bieten immer auf eine bestimmte Anzahl an Gemälden, die wir dann in unsere Galerie hineinpacken. Und das Ziel ist eben halt hier verschiedene Bilder dann in der Galerie auszustellen. Und dafür gibt es Punkte. Wir dürfen aber nicht die gleichen Bilder nebeneinander hängen, weil die dann halt bestimmte Wertungen nicht erfüllen. Wir dürfen auch eine bestimmte Anzahl von Bildern, also wir dürfen halt einen bestimmten Raum nicht überschreiten. Und das ist dann so ein Stück weit sinnvoll mit den Markern oder mit den Beatmarkern auszukommen, aber gleichzeitig eben halt auch die erfolgreichste Gemäldesammlung dann hinzukriegen. Avant Card ist auch ein Kickstarter, der jetzt bei Hoch herauskommen wird. Das ist ja das Kartenspiel, was man so aufklappen kann und damit sofort spielfertig ist. Sah auch sehr, sehr interessant aus. Dann hier noch ein kurzer Blick auf Ganges, Card und Karma und Campus Galli. Da waren leider jetzt nur die Schachteln dementsprechend da und das war dann halt nur als Prototyp gekennzeichnet, kommt aber auch erst im Herbst heraus. Was aber jetzt tatsächlich endlich rauskommen wird, ist das Circles von Thomas Sinn. Ein Spiel, wo wir auf der einen Seite eine Dartscheibe haben, wo wir eben halt mit den Kugeln versuchen, dann so eine Art Dart-Wettbewerb auszuführen. Und auf der anderen Seite ist dann halt ein Spiel, wo man dann, wenn man auf der Dartscheibe geübt hat, mit seinen Kugeln dann ein Wild-West-Spiel hat. Und da geht es dann darum, die Kugeln eben halt an bestimmte Stellen zu bewegen. Also es ist ein bisschen Geschicklichkeit, um dann verschiedene Aktionen ausführen zu können. Archaeologic wird ebenfalls erscheinen, ist ja das Spiel, wo es in der Nachfolge von Turing Machine, ist der gleiche Autor, wohl noch ein bisschen kniffliger dann zur Stelle geht, um bestimmte Sachen herausfinden zu können. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine Reihe von Spielen von Helvetik, die gehe ich aber jetzt nicht detailliert drauf ein, mit Odin, Alpin und das Strato mache ich in aller Ruhe nochmal in der Vorschau jetzt in der nächsten Zeit. Also da bitte ist mir jetzt gerade nicht übel zu nehmen, dass ich das jetzt nicht noch detaillierter beschreibe. M&M-Spiel ist ebenfalls dabei mit Motor City, Dracula vs. Van Helsing und Knarr sind ebenfalls Spiele, die dort rauskommen. Und dann waren wir bei Hoch auch schon wieder raus und auf dem Weg zu unserem letzten Termin bei Pegasus haben wir dann noch kurz einen Halt bei Korea Board Games gemacht, konnten einen Blick auf deren Neuheiten werfen. Einmal Butterfly Garden, die Neuauflage von Indigno von Rainer Knizia, jetzt eben halt in grün gehalten, nicht mehr orangefarben. Genauso wie La Chita, was ebenfalls neu herauskommen wird, sah sehr opulent aus, der Spielplan. Und wir konnten einen Blick auf Coffee Rush finden, nämlich nicht das Kaffee, das als Kaffee Barista ja dann bei Asmodee erscheinen wird auf Deutsch. Da freue ich mich sehr schon, sieht materialtechnisch sehr schön aus. Korea Board Games arbeitet aber im Hintergrund eben halt schon an der Erweiterung. Ja, und wir wollen ja nicht nur einen Kaffee haben, sondern wir wollen halt auch Kaffee und Kuchen essen. Und dieser Kuchen kommt dann halt auch in netten Miniaturen dazu. Und wir haben zusätzliche Aufgaben dort auch zu erfüllen. Give Me the Treasure war auch noch so ein kleines Spiel. Manchmal sind ja die kleinen Spiele auch noch besonders interessant. Und wir haben hier Divide und Choose. Das heißt, ich habe eine bestimmte Anzahl von Karten, gucke mir die an, habe auch die Möglichkeit, diese Karten dann dementsprechend aufzuteilen, auch teilweise verdeckt zu spielen. Und dann müssen die Leute eben halt für sich ausmachen, welchen Teil sie dann für sich nehmen. Und mit den vier Karten, die hier in der Mitte liegen, diese sogenannten Bosse, muss ich dann bestimmte Aufträge erfüllen, indem ich halt bestimmte Anzahl von Karten dann für mich einsammle. Und das Ganze dann eben halt möglichst siegbringend hinkriege. Und das Ganze ist, wie gesagt, so ein kleines Kartenspiel, ist aber auch noch nicht in der Lokalisierung drin. So, dann haben wir uns auf den Weg zu Pegasus gemacht, konnten da wenigstens noch ein Käsebrötchen essen, uns stärken, das ist halt auch immer ganz nett. Also das finde ich wirklich super toll. An den meisten Ständen kriegt man halt immer auch ein Becher Wasser gereicht und das brauchst du halt. Also ich merke jetzt schon, vom vielen Reden hat man einfach einen trockenen Mund. Und an der Stelle ist es wirklich sehr schön. Also um Getränke muss man sich zum Glück dann vor Ort nicht kümmern. Denn wenn man dort essen geht auf der Nürnberger Spielwarenmesse,
muss man fairerweise sagen, da ist Essen harmlos gegen. Also Essen super billig. Also das Essen in Essen ist dagegen sehr, sehr billig. Also in Nürnberg merkst du einfach, es ist eine Fachpublikumsmesse, da sind die Messepreise halt nochmal eine Stufe über dem, was wir auch in Essen schon als recht teuer empfinden. Und von daher hatten wir Müsli-Riegel im Gepäck und haben bei den Ständen dann immer mal ein Glas Wasser oder eine Cola getrunken. Teilweise braucht man auch die Cola, weil man schon die Müdigkeit des Tages gemerkt hat. Und wenn man dann, ich glaube, zum 13. oder 14. Verlag, den wir ja dann am Ende hinter doch in Summe hatten, weil wir ein paar Termine auch dann ohne Termin gemacht haben, dann ist einfach so viel Aufnahmekapazität gar nicht mehr da. Ich bin schon happy, dass ich jetzt das Ganze so weit auf die Reihe kriege. Eben halt sich mit diesen ganzen Spielen zu beschäftigen und sich die Spiele erklären zu lassen, das ist schon dann ein Stück weit speziell. Ja, dann möchte ich noch kurz auf Pegasus eingehen. Bei Pegasus, die haben einen sehr schönen großen Stand. Ich habe den aber jetzt gar nicht groß eingefangen. Also könnt ihr wahrscheinlich nur Bilder vom letzten Jahr liefern, was aber jetzt nicht so hilfreich ist. Turkana Builders ist schon fertig, ist auch schon da, müsste jetzt demnächst auch in die zu den Händlern kommen. Ist bei Aporta Games ja im letzten Herbst erschienen und wir haben hier kleine Plättchen, mit denen wir, anders haben wir vorher ja mal auf so einem Zettel geschrieben. Hier müssen wir eben halt die Plättchen hinlegen und verschiedene Ziele dann dementsprechend verbinden. Chronologic wird herausgegeben von Pegasus, ein Deduktionsspiel, wo wir eben halt verschiedene Karten über so Masken legen und Einschätzungen abgeben und dann können wir eben halt feststellen, die Person hat an diesem Verbrechen teilgenommen oder auch nicht. Macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Silence ist das neue Spiel von Sophia Wagner. Ein Zombie-Spiel, aber tatsächlich eher im Kinderspiel oder im unteren Familienspielbereich, aber auch sehr opulent. Dann haben wir ISS Vanguard. Da hatten wir jetzt natürlich nur diese riesengroße Box, die es da als ja, Basisspiel gibt, aber das ganze, wie soll ich sagen, das ganze Paket wird ja an der Stelle von Pegasus angeboten werden mit sämtlichen Erweiterungen. Also wer da dann zuschlagen will von Awakened Realms, der hat sicherlich A, einiges auch auf den Tisch zu legen, B, aber auch eine Menge, Menge Material. Evacuation wird demnächst auch erscheinen, in der deutschen Fassung. Das Spiel hat ja Tim schon rezensiert bei uns. Hat ja von Delicious Games sich das Spiel besorgt. Und hier haben wir eben halt einmal die Erde, auf der wir ja feststellen, dass das nicht mehr lebenswert ist mit unterschiedlichen Ressourcen. Und wir haben dann den neuen Planet, der wiederum eigene Ressourcen hat und müssen dann dementsprechend einen Transfer. Wir können also nicht die Erdressourcen auf dem neuen Planeten halt nutzen. Wir müssen halt mit unseren Raumschiffen dann zwischen diesen beiden Planeten hin und her fliegen und diesen Ressourcentransfer dementsprechend auch hinkriegen. Farshore, ebenfalls bei Pegasus herauskommt, ist ja ein Everdale Spin-off, der Standalone spielbar ist. Diesmal mit Schwerpunkt jetzt im Bereich Wasser, weil wir jetzt auch mit dem Schiff da hin und her reisen können. Ist sicherlich für Everdale-Fans. Ich habe mir persönlich sagen lassen, dass das doch relativ nah an Everdale dran ist, eben halt ein ganz anderes Setting aber jetzt hat und ein paar zusätzliche Gimmicks. The Wheel of Eternity ist auch fertig. Also ich konnte gestern schon ein Exemplar netterweise mitnehmen. Werde das jetzt ausprobieren. Die Karina wird es dann auch rezensieren in nächster Zeit, hoffe ich. Mal gucken, wie schnell sie dann da kommt. Wenn mir hier eben halt ein Spiel, wo wir eben halt Karten entsprechend der Spieleranzahl ja, bereithalten und dann eben halt ja, über verschiedenste Runden so eine Art Wettrennen machen, um halt möglichst auf dieser Spirale der Siegpunkte schnell nach vorne zu gelangen. Haben so diese kleine Gemeinheit, dass wir nur vier Geldstücke, egal in welcher Stückelung, bei uns haben dürfen. Es gibt auch kein Wechselgeld, nichts. Und ich kann entweder Karten nehmen, ich kann die Karten mir auf die Hand nehmen, ich kann die Karten verkaufen oder dann in meine Auslage legen. Ich darf aber in meiner Auslage auch nicht mehr Karten haben als die Rundenanzahl. Wenn ich dann Karten wieder loswerden will, also der Platz ist knapp, dann muss ich da dementsprechend extra für bezahlen.
Stonespan Architects wird unter einem etwas anderen Namen, das ist auch wieder ein Thunderworks-Spiel aus dem ganzen Cartograph-Universum, wird ebenfalls auch bei Pegasus herauskommen. Ich glaube, das nennt sich dann Dungeon Designer. Das ist... Genau, es wird Dungeon Designer heißen. Ich hatte das nur in der Vorschau irgendwo gelesen bei Pegasus, konnte mir aber nicht viel darunter vorstellen. Jetzt konnte man eben halt sehen, dass sie das Ganze so ein Stück weit umbenannt haben, weil es geht ja auch darum, eben halt den eigenen Dungeon dort zu kreieren. Lumicora ist von Rita Model. Liebe Grüße an dieser Stelle. Natürlich das obligatorische Selfie mit mir und Christoph gemacht. Ist ein Spiel, was ich schon im Sommer ausprobieren konnte als Prototyp. Hier bauen wir, also müssen wir erstmal verschiedene Teile eines Riffs erwerben, bauen die dann in unser Riff hinein und müssen dann bestimmte Wertungen durchführen und so geschickt bauen, so geschickt werten, dass wir eben das Optimum dort herausholen. Abstraktes Spiel, aber mit sehr viel Liebe gemacht, gefällt mir gut, wird bei Deep Print Games erscheinen. Und Deep Print Games wird in diesem Jahr noch einiges hervorbringen, kann ich aber noch nicht drüber reden. Das wird noch ein bisschen was dauern. Ja, dann hat man natürlich die große Vierer-Map, damit man mal so dieses Ausmaß auch sieht, von Micro Macro dort hängen, von der Edition Spielwiese. Ich fand es auch sehr gut, dass Pegasus das Spiel für Tolerant-Plakat aufgeklebt hat, als klares Statement. Wobei das ich auch bei den anderen Verlagen halt so für mich wahrnehme, dass diese Geisteshaltung dahinter steht. Aber ich finde es einfach klar und gut, da auch Kante zu zeigen. Ja, und Edition Spielwiese wird ja im Frühjahr zwei Spiele herausbringen. Einmal Shifting Seasons, wo wir eben halt auf einem zentralen Board bestimmte Steine setzen müssen, um die dann für uns eben halt auf das Board übertragen zu können. Und von Per Silvester wird es Knowledge geben, ein kooperatives Quizspiel, wo wir ja gemeinschaftlich das Spiel am Ende besiegen müssen mit einem sehr interessanten Kniff. Und ja, dann haben wir noch Puerto Banana, soll so ein bisschen an QE erinnern, weil wir hier eben halt auf Bananen bieten. Wir haben am Anfang 10 Bananen und wenn da eben halt, ich sage mal jetzt 30 Bananen zu verdienen sind, dann können wir eine beliebige Summe bieten. Ziel ist aber, dass wir eben halt das Delta zwischen dem ersten und dem zweiten bezahlen. Also wenn ich jetzt für 30 Bananen 150 biete und der zweite hat 140 geboten, dann kosten mich die 30 Bananen also 10. Habe ich aber 150 geboten und der und die habe ich jetzt auch gerade, weil ich 10 Bananen schon als Startkapital habe. Hätte der aber der zweite jetzt 150 zu 130 geboten, hätte ich halt 20 Bananen zahlen müssen, habe aber nur 10, fall auch wieder auf die 10 zurück. Und dementsprechend geht es darum, eine bestimmte Anzahl an Bananen hinter sein eigen zu nennen und dann endet das Spiel. Also ein sehr witziges Beatspiel an der Stelle, um eben halt dort möglichst in einer lustigen Runde, wo man noch nicht weiß, wo die Dimensionen dann am Ende enden werden, eben halt an eine bestimmte Bananenanzahl heranzukommen. Sink or Swim ist ein Spiel, was wir kooperativ machen, auch wieder ein Hektikspiel, wo es darum geht, eine bestimmte Anzahl an Karten farbiger Natur auszulegen. Wir müssen halt miteinander sehr wild kommunizieren, machen das eben halt auch auf Zeit gegen die Uhr. Und am Anfang müssen wir eben halt eine Karte, zwei, drei, vier, fünf Karten und je wilder das dann am Ende wird, desto komplexer ist dann eben halt die Aufgabe, die wir dort auch miteinander erfüllen müssen. Jo, das war's. Um 18.30 Uhr haben wir dann unsere Sachen gepackt, die Jacke von der Garderobe abgeholt, draußen noch ein nettes Bild hier mit dem Monster von der Spielwarenmesse gemacht, haben uns dann auf den Rückweg Richtung Bahnhof begleitet, dort dann noch was zu essen für den Heimfahrt reingeholt. Der Zug kam auch netterweise wieder pünktlich. Nach 3:10 waren wir in Siegburg. Ich glaube, auf der Rückfahrt haben wir einiges verpennt, weil wir einfach total K.O. waren. Haben wir auch noch wieder sehr, sehr nette Gespräche geführt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die tolle Begleitung, lieber Christoph. Und ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewonnen, was so auf der Spielwarenmesse los ist. Komplett hinter die Kulissen kann ich natürlich nicht schauen, weil ich ja jetzt nicht Verlag bin.
Semester. Aber jetzt habt ihr mal so einen Rundumschlag erlebt, was so im Wesentlichen an Neuheiten dort auf der Spielwarenmesse uns gezeigt worden ist. Wir haben wieder auch sehr viele liebe, nette Menschen getroffen, andere Blogger, andere YouTuber etc. Auch das ein oder andere Selfie an der Stelle geschossen. Vielen Dank für die Anfragen. Ist für mich ja immer noch etwas ungewöhnlich, aber ich finde es halt total süß und nett, da eben halt auch diese Fotowünsche dann zu erfüllen. Ja, in diesem Sinne, morgen gibt es eine News. Gucken, wann ich die fertig gedreht kriege. Das wird wahrscheinlich irgendwann heute Abend sein oder dann eher morgen früh. Ich muss noch ein paar Sachen zusammensuchen. Viele Neuheiten habt ihr heute auch schon für euch mitnehmen können, erfahren können. Das muss ich jetzt noch zusammenschneiden. Wird dann im Laufe des Abends online gehen. Und ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Genießt es. Spielt schön. Am Wochenende wird noch einiges mehr kommen. Wir haben noch eine Monatsbox. Wir haben am Sonntag noch einen Brettspielmechanismus. Also von daher ist noch einiges, was wir euch anbieten können. Und wer noch detaillierter nachlesen möchte, was die einzelnen Spiele so auf sich haben, wir werden auch noch die kommenden Tage und Wochen jetzt einige Verlage weiter aufnehmen in unsere Vorschau, wo wir die Spiele dann hoffentlich ein bisschen detaillierter mit anderem Bildmaterial etc. noch vorstellen werden. In diesem Sinne, macht's gut, euer Christoph, genießt die Zeit. Tschüss.